Hey ja, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen typischen Gaming-Bild von mir. Und diesmal ja, vielleicht so mit dem Thema Modern Warfare, Fortnite, also ein paar Spielchen. Vielleicht auch noch der Flight Simulator. Ich schau mal, ob ich das noch aufbringen kann, diese 150 GB oder was das da sind, noch zeitig runterzuladen, damit es noch zum Video passt. Ja, wenn sonst nichts gibt, dann fangen wir an. Ich zeige euch die Teile. Und das sind auch schon die Teile. Das gehen wir mal eben schnell durch. Wir beginnen am besten mal hier mit einer Action-LED-Leiste für 6 Euro oder 6,50 Euro, irgendwas in dem Bereich. Mit Fernbedienung USB-Anschluss müssen wir später noch umlöten. Wir können aber auch einen Adapter nehmen oder es hinten einfach anschließen. Die verwende ich ja ziemlich oft in meinen Builds. Dann haben wir hier eine 240 GB SSD von Western Digital. Die habe ich tatsächlich neu gekauft. Und die Preise, die werde ich später einmal zeigen. Ich habe sie nämlich gerade nicht im Kopf. Aber ich habe eine Quittung von allem, deswegen kann ich das ja ganz einfach nachschauen. Als Netzteil verwenden wir hier ein Be Quiet Pure Power 530 Watt. Grafikkarte ist eine AMD RX 570 Nitro mit 4 GB. Und als Prozessor haben wir den Ryzen 5600 auf einem MSI A320M mit 16 GB RAM. Ich muss dazu sagen, das Mainboard und den Prozessor habe ich tatsächlich von einem Zuschauer gekauft. Der hat mich dann erkannt und bist du nicht Techniker? Also, ja. Ne, passiert immer mal wieder. Und dieses Gehäuse hatten wir ja in ähnlicher Ausführung im letzten einen Tag ein Gaming-PC-Video. Allerdings waren das dann hier so Gitter, wenn ich mich recht entsinne. Die Lüfter dürften, glaube ich, grün oder blau beleuchtet sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, ich habe dafür vielleicht 20 Euro bezahlt. Wenn ich die Modellnummer finde dazu, dann werde ich sie hier nochmal einblenden. Aber bevor ich jetzt alles zusammenbaue, teste ich mal eben das Mainboard mit der Grafikkarte und so weiter, ob das hochfährt. Das habe ich nämlich noch nicht getan. Kann ja sein, dass es vielleicht nicht funktioniert oder so. Bei einem Zuschauer von mir kann ich mir das nicht vorstellen. Allerdings ist es immer besser, erst alles zu testen, bevor man was zusammenbaut. Sonst muss man alles wieder zerlegen. Und dann machen wir mal eben einen schnellen Funktionstest und mir ist aufgefallen, wie sauber der Kram ist. Das ist man sonst nicht gewöhnt, so eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Kühler voll sitzt mit Staub und so weiter, aber er war sogar so freundlich und hat diese Dinger wieder auf der, wie heißt diese untere Platte? Sockelplatte? Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall ist ja das Ding oben, dazwischen ist das Mainboard und unten drunter ist eben so eine Platte, damit man entweder die alten AM3-Kühler verwenden kann, die sich hier dran befestigen lassen, oder dass man diese Kühler hier befestigen kann. Und auch die hat er zurückgerüstet quasi, das ist ein sehr feiner Zug von ihm. Und hier habe ich gesehen, haben wir noch einen BIOS-Switch. Müssen wir gleich mal nachschauen. Wichtig ist, dass das Ding erstmal einschaltet. So, schnappen wir uns mal schnell einen Schraubenzieher, Jumper Front Panel. Ah, war doch richtig. Ja, okay. Oh, es leuchtet sogar. Cool. Cool. Was machst du? Ah, du weißt es, Run Setup. Okay, können wir ja eben schnell schauen, ob er auch den Arbeitsspeicher vernünftig erkannt hat. 16 GB, alles klar. Dann würde ich sagen, verfrachten wir das Ganze mal in das Gehäuse und testen mal ein bisschen was. Oh, wie ich das vermisst habe. Ja, wie lange habe ich keinen PC mehr zusammengebaut? Eine Woche oder so? Nee, aber keine Ahnung, dieses, weiß ich nicht, irgendein Gaming-Build zusammenbauen, das habe ich, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. So, gucke mal, ich ist fertig. Ja, nicht ganz. Mir ist aufgefallen, dass dieses Teil hier fehlt. Vielleicht hat es der Vorbesitzer, vielleicht habe ich das verbummelt, aber ich habe mit dem Gehäuse dann wohl noch gar nichts gemacht, weil da noch Staub drin war. Eine ganze Menge sogar. Und deswegen habe ich das gerade mal eben rausgeräumt. Und dann schauen wir mal, ob es immer noch funktioniert. Da war es der Reset-Knopf, den ich da drauf gesteckt habe. Ja, ich weiß. Wunderschön. Ah, ich habe Reset und Power vertauscht. So, ihr beide leuchtet lichterloh und du da hinten. Ah! Je nach Lust und Laune, okay.
Das sind übrigens etwas dünnere Lüfter, ne? Aber die gefallen mir wohl. Ja, und die leuchten nur grün. Aber passt ja quasi. Ihr müsst jetzt eigentlich nur noch eine Nvidia-Grafikkarte drin sein, dann ist das ein grünes Thema. Ich war mal so frei und habe vorhin schon mal eben Windows installiert, während ich noch eben was anderes gemacht habe. Jetzt, während der sich sofort Treiber ziehen wird, die wichtigsten werde ich natürlich noch manuell nachinstallieren, kann ich mal eben die Lichtleiste verbauen. Aber ich schaue mir erst an, wie das aussieht, wenn man da keine Lichtleiste drin verbaut. Wohl an. Und so wird aus G RGB. Naja, hat ein bisschen länger gedauert. Ich bin diesmal den Weg gegangen und habe die Leisten nochmal extra mit 3M-Kleber von unten befestigt. Einfach nur, weil ich weiß, dass nach einem Jahr oder sowas diese Leisten auch mal runterhängen können. Und das möchte ich nicht. Man sieht hier, da habe ich da an der Ecke noch so ein bisschen verstärkt. Ich will eben nicht, dass es runterfällt. So, und es war bei diesem Gehäuse ja leider so, dass dieses Stück hier gefehlt hat. Entweder habe ich es verschlammt oder es war der Vorbesitzer. Ich habe da nicht ganz drauf geachtet, aber wer es nicht kennt, hier habe ich ein fast ähnliches Gehäuse. Das ist einfach nur so eine Klappe, die kannst du abnehmen, da kannst du eine Grafikkarte oder eine Soundcard oder so einbauen, machst das Ding wieder zu und dann ist das auch zu. Ich bin da jetzt aber hingegangen und habe, wie man schon sieht, dort ein wenig Pappe genommen und zwar hier von der Ryzen-Verpackung. Kann man so machen. Genauso ähnlich geht's der PCI-Blende. Ich habe zwar eine passende, aber habe mir gedacht, ja, warum nicht? Dieses Stück Pappe habe ich vorher ausgeschnitten, um irgendwas nachzuschauen, keine Ahnung. Kannst du auch machen, dann fällt es zumindest nicht auf. Kannst du festkleben mit einem Stück Tesa oder so und dann sieht es auf jeden Fall schon mal besser aus, wenn man diese entsprechenden Dinger nicht hat. Finde ich wohl ganz cool. So, und jetzt mache ich noch ein paar Benchmarks. Zeige es euch dann gleich. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. So an sich gab es hier keine Probleme beim Zusammenbauen oder bei der Kompatibilität. Das lief alles von Anfang an. Schön zu sehen bei diesem Gehäuse, aber du kannst hier ein DVD-Laufwerk einbauen. Das sieht man heutzutage nicht mehr überall. Zumindest bei einer solchen Gehäuseart, sage ich jetzt mal. Aber das hier ist eine echt schlaue Idee, finde ich. Ich glaube, das lasse ich einfach so. Und wenn jemand fragt, ja, das... Ne, für die Looks. Aus Kiaras vergessener Flasche hier. Kann es auch kein Product Placement geben, was ich hier trinke. Ich verrate nur mal so viel. Ja, oh.
Ja. Ich frage mich, warum das Video so kurz geworden ist. Könnt ihr mir das sagen? Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass es keine Probleme gab beim Zusammenbauen, wie ich schon gesagt habe. Das Einzige, was mir nicht gefiel, ist die Performance in Fortnite. Da waren die Low FPS tatsächlich sehr niedrig. Was mich dann allerdings wieder überrascht hat, die maximalsten Settings bei Warzone, die waren ganz ordentlich so von der Performance her. Also ich hätte noch sehr lange weiterspielen können, aber ich wollte das Video fertig kriegen, also von daher. Aber die Fortnite-Performance ist darauf zurückzuführen, dass der Arbeitsspeicher womöglich nicht im Dual-Channel läuft. Ich habe es gerade nicht überprüft, aber es waren 2x8 GB RAM, DDR4. Für 10 Euro pro 8 GB Riegel ist das schon ziemlich günstig, aber die waren nicht vom selben Hersteller, weil zu der Zeit niemand 2 8 GB Riegel verkauft hat für unter 25 Euro oder unter 30, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist die Geschwindigkeit da nur bei 2133 MHz gewesen und das ist so das Unterste, was man eigentlich kriegen kann. Also es geht noch langsamer. Bis 1600 MHz DDR4 habe ich hier gerade gesehen bei Wikipedia. Die sind mir allerdings noch nicht über die Leber gelaufen, an mir vorbeigegangen. Da läuft ja der langsame Riegel. Aber ansonsten war es auch ganz cool. Da haben wir ja gesehen, die FPS bei Minecraft, die waren dann tatsächlich teilweise über 1000. Irgendjemand hatte mal einen Kommentar geschrieben, ja, mach doch mal einen Minecraft-Test, irgendwie 1000 FPS, bla bla bla. Ich habe es nicht mehr ganz im Hinterkopf gehabt, aber ihr könnt mir vertrauen, wenn das da auch mit den niedrigsten Einstellungen und geringer Sichtweite bei 1000 FPS läuft, dann wird auch der Shader laufen und so weiter. Das ist dann absolut kein Problem. Und nun wollen wir natürlich auch den Preis erfahren. Ich packe mal hier die Preisliste hin insgesamt. Hat man vielleicht vorher schon zusammengerechnet, aber das sind, wenn ich gerechnet habe, 257 Euro. Wenn man jetzt sagt, okay, das muss noch billiger gehen, dann kann man vielleicht noch 5 Euro sparen, wenn man den Arbeitsspeicher auf 12 GB etwas reduziert. Dann wäre er auch wieder langsam gewesen. Es gäbe natürlich auch keinen Dual-Channel. Ich muss das echt... Soll ich das mal testen mit dem Dual-Channel bei Ryzen oder sowas? Ich glaube, das ist nicht übermäßig bekannt, dass Ryzen-CPUs dann nicht so gut laufen. Ich schätze auch mal, dass diese 8 GB-Riegel nur so billig verkauft werden, weil es viele PCs gibt, also so OEM-Prebuilds, wo die dann einen 8 GB-Riegel reinstecken mit einem Ryzen und die sich dann wundern, hä, warum läuft das denn? Weiß ich nicht. 10-15% langsamer als das von mir. Guckt mal nach bei eurem PC, ob das wirklich im Dual-Channel läuft. Oder ob ihr nur einen Riegel habt, dann macht es Sinn, da noch einen zweiten zuzupacken. Ja, aber wenn man jetzt 4 GB weniger nehmen würde, wären das vielleicht 5 Euro vom Gehäuse her. Hätte man sich das Gehäuse ganz sparen können mit einem Karton. Oder man holt sich irgendwie ein Gehäuse für 0 Euro oder 5 Euro. Gibt es ja auch immer mal wieder. Beim Netzteil bitte nicht sparen. Grafikkarte. Ich glaube, das war schon ziemlich billig. Genauso wie der Rest eigentlich alles. Vielleicht kriegt man die SSD für ein bisschen weniger. Wenn man noch was verbessern wollen würde, anderes Mainboard, ein Ryzen der zweiten oder dritten Generation, würde ich dann vielleicht sagen, passender, schneller Arbeitsspeicher dafür. Der Ryzen der ersten Generation hat eine Arbeitsspeichergeschwindigkeitsunterstützung von 2666 MHz. Und wie es bei der zweiten oder dritten Generation aussieht, habe ich gerade nicht im Kopf. Kann man aber nachschauen, also von daher, fear not, ist nicht schwer. Nur dementsprechend würde ich dann auch den Arbeitsspeicher besorgen, der auch genauso schnell oder schneller als das ist, was die CPU unterstützt, damit wir da nicht irgendwie in den Flaschenhals gelangen oder so. Wäre ein bisschen doof. Ja, und von der Grafikkarte, vielleicht die RX 580 oder die 570 mit 8 GB, vielleicht auch eine 1070, 1080, irgendwas in dem Bereich. So, dass das noch halbwegs Sinn macht, so preis-leistungsmäßig und dass man kein neues Netzteil braucht. Aber so ansonsten, ne? Ja, bin ich ganz zufrieden damit. Und nein, dieser PC steht nicht zum Verkauf. Und ich weiß nicht, was man von mir erwartet, wenn ich hier einen PC für 250 Euro zusammenbaue. Ob ich den dann auch für 250 Euro verkaufe. Und nein, das tue ich nicht. Das Ganze muss versteuert werden. Spritkosten fürs Abholen. Ja gut, das sind 10, 15 Euro manchmal, aber ne, die Zeit fürs Zusammenbauen. Das geht nicht. Wollte ich nur einmal klargestellt haben, für den Fall, dass sich das irgendjemand mal fragt. Ja gut, wenn sonst nicht ist, nix ist, ich mach mal meine schöne Flasche hier leer und dann... Nein, das ist keine Werbung, das Ding hat Chiara hier wirklich vergessen. Ja gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall zu einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.